Recht herzlich willkommen zur 38. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, ich hatte schon wieder einen Schreck gekriegt, sind unter der Woche gab es ein Update und danach gingen meine Spielstände alle nicht. Ich habe dann im Internet recherchiert und habe dann festgestellt, dass man über das Kontextmenü von Europa Universalis, Eigenschaften und dann oben auf den Reiter Betas gehen kann und dann die alte Version dort auswählen kann, die man vorher gespielt hat. Und dann lädt sich natürlich auch der Spielstand wieder. Da können wir jetzt wahrscheinlich dann noch weitermachen, in der Hoffnung, dass das alles hier so klappt. Müssen wir nur gucken, ob das was wird. Hier sehe ich gerade... Achso, ja, die Flandrischen, die waren da drinne und die übernehmen das Land da. Wir müssen hier aufpassen, da haben wir noch zwei von den norwegischen Einheiten, die da sind, und wir sind auf dem Weg nach hier oben, glaube, ne? Genau. Machen da oben die eine noch ordentlich kaputt. Ich glaube, den übernehmen wir mal gerade hier hin, damit wir da einen Anführer haben, weil da unten brauchen wir gerade keinen, damit die oben ein bisschen besser kämpfen, ne? Gut, und ja, dann wollen wir mal schauen, ob das Spiel auch noch läuft oder nicht. Ich weiß es nicht, bin mir da nicht sicher, aber wir testen das jetzt mal. Gut, das ist jetzt hier, was wir machen, ist da oben die eine Armee angreifen erstmal. Haben wir denn noch Leute, die wir da rüberbringen können? Das wäre, obwohl die zwei sollten wir dann nachher auch noch schaffen, oder? Obwohl ich weiß nicht, wann die hier runtergehen, ne? Bring mal die Flotte dahin und bring mal die Leute, oder ne, die Leute nicht, die lassen wir gerade noch da stehen, sondern da nehmen wir welche raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich wähle diese aus und die bringen wir mal nach hier. Oder nach hier. Und dann auf Schiff und dann rüber. Mal gucken, ob das gelingt. Gut, okay. Dann lassen wir mal laufen, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Wo ist da gerade was passiert? Warte mal, machen wir nochmal Pause. Zeigen wir die Rebellen. Wo sind die jetzt rausgekommen? Ach, da, okay. Das ist jetzt nicht ganz schlimm, weil die Franzosen da ja sind. Okay. Dann lass die mal laufen. Die bewegen sich schon Richtung uns. Und da oben wird schon gekämpft. Gucken wir zu, dass wir die eine Einheit noch mitnehmen. Und jetzt haben wir hier auch ein Dingens drin. Ich hoffe, das ist dadurch auch besser. Gucken wir hier gerade. Was wollen die haben? 192 nur noch. Okay. Die Einheit ist jetzt gleich zerstört. Oh, guck mal, da oben kam noch eine neue raus. Ah, ne, ist ein Schiff. Das haben wir gewonnen. Da kommen ein paar Angebote rein. 30. Akzeptieren wir. Rebellen waren da erfolgreich. Machen wir Pause gerade. Da haben wir noch 90. Das akzeptieren wir auch. Das ist richtig viel Geld. Und... die setzen wir da drauf. Und die zwei Einheiten kommen da hoch. Ich hoffe, dass wir das dann schaffen. Ja, machen wir weiter. Sind die schon auf dem Schiff jetzt? Noch nicht ganz. Warten wir es ab. Darlehen zurückzahlen, ja. Dann fahren wir mit den Schiffen hier rüber. Meine... Ach, das ist jetzt da ganz oben. Okay. Haben wir auch besetzt. Das ist jetzt komplett besetzt. Da kommen jetzt noch die zwei Einheiten rüber. Die Franzosen kommen hier mit einem Angebot an. 175 weniger noch geworden. Ja, lass weiterlaufen. Und mal schauen, ob wir die zwei Einheiten da noch schlagen können. Ah, ne, da haben wir sie jetzt abgewählt. Darlehen zurückzahlen. Ja, machen wir. Jetzt haben wir noch 80 Taler da oben, aber das war schon okay so. Den Handelskriegsgrund gegen Britannia. Kommandant ist gestorben. Der hatte jetzt nichts mit uns wirklich zu tun, oder?
hier, der ist noch da. Naja, der hieß auch anders. Gut, da oben haben wir jetzt 2 Einheiten. Wir sind 7,2. Ich hoffe, dass wir 2 Einheiten auch noch schlagen können. Ziehen die jetzt rüber, ja, ne? Ja. Okay. Ach, die befreien jetzt das Land da, ne? Kriegen sie aber nicht hin wegen dem da. Okay. So, die Einheiten gehen rüber. Cornwall. Okay, Flandrische. Da und da. Kein Anführer. Dann nehmen wir den gerade mit. Und gehen mit denen da hin. Und gucken zu, dass wir den niederschlagen da, den. Gehen da hin. Oh, da sind Rebellen. Oh, weißt du was? Bevor die Rebellen da das Land kriegen, gucken wir uns erstmal das an, das Angebot. Das sind die 3 Inseln. 10%. Das lehnen wir ab. Machen aber ein neues Angebot und gucken, dass wir da was anderes hinkriegen. So, okay. Die, die und die für uns. Das und das hätte ich auch gerne. Das ist sowieso unseres. Das würde auch noch gehen. So. Und wenn wir hier noch irgendwo was kriegen, wäre das auch nicht verkehrt. Das ist zu viel. Dann würde ich tendenziell aber dazu neigen, das da oben zu nehmen. Das geht noch alles, ne? Ja, die Rebellen da drin, na, es wird auch nicht mehr gehen. Ich würde das dann nehmen. Da ist ein Turm und der ist kaputt, oder wie ist das? Naja. So, dann gucken wir noch gerade durch. Ansprüche aufgeben auf England. Das geht dann nicht. Dann, wenn wir das wegnehmen, ist das interessant, Norwegen, also in Island? Ist jetzt die Frage, ne? Also da ist das schon sicher irgendwie interessanter, oder? Während wir uns da nur den Ärger mit den Schweden holen werden, oder? Dann nehmen wir das lieber. Gibt's hier noch was? Oh, da ist noch einer. Nehmen wir den noch. Ah, das wollen sie dann doch nicht. Das würde nicht gehen. Gut. Tag ist da. Tarhügel. Ansprüche aufgeben und machen wir die weg. Die kriegen die sowieso nicht mehr durch. Kriegsreparationen, das geht auch noch. Gut, dann noch ein bisschen Geld, aber die haben wahrscheinlich nur diese 24, ne? Die haben doch ein bisschen mehr. Warte mal, Shift und dann. Mehr haben sie nicht. Sollten wir das dann machen, oder? Die wollen wie viel? 240. So, dann kriegen wir die Inseln. Wir kriegen Island und die Übersee-Geschichten. Ich glaube nicht, dass sie noch woanders welche haben, ne, oder? Gucken wir mal besser noch. Nee. Sonst haben sie nirgendwo Land. Hier im Osten ist ja noch nichts, ne? Da ist alles noch gut. Okay. Das machen wir dann so, ne? Ja, hier könnte man nehmen, wie gesagt, bringt uns aber nicht weiter, weil die Schweden drücken das kaputt und wir haben gegen die Schweden keine Chance.
glaube ich nicht. Das würde keinen Sinn ergeben. Naja, das ist dann alles zu viel. Okay, können wir jetzt hier nochmal das runtergehen. Dann wird da noch was gehen. Das wird aber nichts bringen. Und diese sind dann fast zu teuer. Tja, ist die Frage, ne? Dann würde ich den favorisieren eigentlich, aber das geht da nicht. Wert des Friedens 76. Hier unten war auch 76. 78 geht nicht und 77 gibt's nicht, ne? Nein. Tja. Da. Oder da. Ich glaube, wir nehmen dann da, weil da ist kein direktes angrenzendes Land zu Schweden. Das wäre vielleicht erstmal vom Vorteil. Dann das Maximale an Geld noch rausholen. Kein Geld. Forderung senden. Und gucken, was es wird. Läuft. Gut, okay. Norwegen nimmt unsere großzügigen Forderungen an. Wohlauf. So, das heißt, wir müssen die nicht wegholen, sondern die nur da erstmal runterholen. Und die sind da unten kräftig am Kämpfen. Ich will mal hoffen, dass die auch das schaffen. Da sind noch norwegische Schiffe unterwegs. Ist das ein Kernland? Machen wir aber auf jeden Fall zur Kernprovinz. Und das auch. Das auch. Da haben wir jetzt kein Geld mehr für. Okay, dann machen wir erstmal die drei Inseln. Und dann schauen wir weiter. So, die kommen da runter. Das ist auch gut so. Hier sieht es mau aus, weil da besetzt ist. Allerdings sind die Dingens raus, ne? Ich glaube, wir werden diese erst da nehmen. Hier sind schon die Franzosen am Arbeiten. Da brauchen wir uns also nicht drum kümmern. Das ist schön. Da gibt es nochmal Rebellen. Die müssen wir auch noch bearbeiten. Ja, die können sich da nicht mehr halten lange. Gut, was haben wir hier? Also, das sind Kernprovinzen, aber da geht noch die Edward Island. Die können wir noch zur Kernprovinz machen. Alles klar. Konvertieren wir. Das geht. Freut sich der Papst. Waffenstillstand, das ist klar, das haben wir gemacht. Was haben wir für Missionen? Etabliert eine Kolonie in Nordamerika, Robert Artois, Konstruktion einer Flotte. Dann müssen wir das mal gucken. Wenigstens eine Provinz in Nord. Koloniebevölkerung mindestens, das ist ja machbar, oder? Tja, nimm das mal an. Okay.
Bevölkerung mindestens 400. Sind das denn hier keine? Okay, das wird noch zur Kernprovinz. Vielleicht reicht das dann, ne? Könnte natürlich sein. Gut, okay, das haben wir gemacht alles. Wie sieht's mit den Schiffen aus? Die fahren besser in den Hafen. Na, haben wir woanders die Schiffe noch irgendwo liegen? Die sind auch am Kämpfen. Wo sind denn die anderen Schiffe hin? Stehen hier noch, ne? Ja. Die fahren mal besser an. Ne, die brauchen gar nicht in den Hafen. Aber die lassen wir da stehen. Die brauchen nicht dahin. Die kommen da runter und die setzen wir aufs Schiff, ne? Genau. Dann wieder zurück mit denen. So, lass mal ein bisschen laufen. Wir haben einen Darlehen im Wert von 272 aufgenommen. Okay. Wir kontrollieren Leinster, ist klar. Das da unten sieht einigermaßen aus. Ne, gar nicht wahr. Das sieht schlecht aus. Oh, da gehen wir kaputt dran, ne? Oder? Ne, haben wir doch gewonnen. Dann zurückzahlen. Die Flotte kommen mal ganz schnell hier rüber gefahren. Ja, die hatte die Truppen da drauf. Aber die könnten mal gerade hier hinfahren. Aha, die Kultur ist richtig. Das wird befreit, denke ich mal. Lass die mal weiterfahren und die gehen... Oh. Die gehen da an Land. Gucken, dass wir das wieder befreien. In der Hoffnung, dass das geht. Und uns der Franzose nicht gleich darauf angreift, ne? Sieht aber so aus, als ob die still sitzen bleiben. Gut, da kommt noch eine Meldung vom Franzosen rein. 48 Dukaten, aber das machen wir alle nicht. Können wir noch wieder was machen? Nein. Da gibt es noch Provinzen, ist klar. Das wollen wir nicht machen. Habt einen freien Beraterplatz, das ist auch klar. Die sind aber unterwegs nach uns, ne? Jo. Das läuft. Unruhen gibt's überall. Okay, ich weiß nicht, wo die rauskommen werden. Aber das müssen wir mal gegenarbeiten. Weil, ne? Dann machen wir gleich nochmal. Weil das ist ja echt ganz schlecht, ne? Können wir da auch noch was? Kultur in Ulster ändern wir. Okay, und das machen wir auch noch. Sliogi. Und da. Ich hoffe, dann kommen wir einigermaßen mal dahinter, ne? Gut. Ja, das bedeutet, die ziehen wir mal dahin schon. Die Sechse, achso, die marschieren dahin, okay. Ja, dann müssen wir erst auffüllen. Bis wir wieder genug haben. Kings County haben die geholt, okay. Gut. Da sind wir am Kämpfen und hoffen, dass das befreit wird. Der Franzose steht noch da, der geht auch mit seinen Truppen eher weg wieder hin, also hat er keinen Zugang. 18-3. Okay. Gut, und ich würde sagen, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.